Nach 30 Jahren Dauerregierung hat die sächsische CDU einen Neustart bitter nötig. Dafür soll Ministerpräsident Kretschmer stehen. Seit erst knapp 20 Monaten im Amt versucht er in vielen Bürgergesprächen ein Wahlergebnis zu erreichen, das für eine CDU-geführte Regierung ohne AfD-Beteiligung reicht. Der CDU-Politiker verschärfte jetzt seine Absage an jegliche Zusammenarbeit mit der Partei, auch in einer Minderheitsregierung. Von der AfD käme eine Tonlage, die man bisher nur von der NPD kannte. Es geht um die Frage, wie wollen wir miteinander leben, und es wird immer Konflikte geben, aber das muss mit Anstand geklärt werden, in einer vernünftigen Sprache, und das wünsche ich mir für Sachsen. Klar ist, dass vor der Landtagswahl am 1. September die Nerven blank liegen. In letzten Umfragen konkurrieren CDU und AfD nahezu gleich aufliegend um den ersten Platz.